calling Dr. Starmer. Herr Präsident, zunächst eine Vorbemerkung. Ich habe ja noch den Fall Katyn zu behandeln. Der Fall Katyn konnte nicht mit in das überreichte Buch aufgenommen werden, weil ja erst vorgestern oder Montag die Beweisaufnahme gewesen ist. Ich muss das also so vortragen. Es handelt sich nur um einen kurzen Vortrag. Die Übersetzer werden die Abschrift meines Entwurfs bekommen, aber dem Gericht kann ich zurzeit leider keine Übersetzung vorlegen. Denn es ist ja erst vorgestern abgeschlossen worden, sodass es nicht vorher von mir bearbeitet werden konnte. Ich werde das dann an geeigneter Stelle einfügen. Ich hoffe, dass ich trotzdem mit der angegebenen Zeit auskomme. One moment. Second voice is coming through on the English line. Die Schwierigkeit in der Stellung der Verteidigung wird weiterhin dadurch erhöht, dass dem angloamerikanischen Verfahren, dem dieser Prozess unterliegt, eine in dem deutschen Strafprozessrecht enthaltene Vorschrift fremd ist, nach der die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, auch das den Angeklagten entlastende Beweismaterial heranzuschaffen und vorzulegen. Dr. Starmer, let me tell you, the statement you have just made is entirely inaccurate. There is no such thing as an English code of criminal procedure, but it is the universal practice for the prosecution to disclose to the defense any document and any witness who assists the defense. And therefore your statement is entirely false. And I believe that the same practice obtains in the United States. And as for what you say here about the defense being under any unfair difficulties as compared with the prosecution, that also is entirely inaccurate, because I feel certain that the prosecution in this case have observed the same rules that would have been observed in England and would have disclosed to the defense any document or any witness of whom they had control who would assist the defense. And there have been various occasions on which the prosecution have disclosed, in this case, to the defense, documents which have been supplied to them, which appeared to them to help the defense. And every document which has been put in by the defense in this case, or practically every document, has been procured for them after great efforts by the prosecution. And investigations have been made all over Germany, and I may say almost all over the world, in order to help the defense in their defense in this case. Danke für die Belehrung, Herr Präsident. Nach Verlesung der Anklageschrift hat der Reichsmarschall Göring auf die Frage des Herrn Vorsitzenden, ob er sich schuldig oder nicht schuldig halte, erklärt, nicht schuldig im Sinne der Anklage. Diese Erklärung des Angeklagten erfordert ein Eingehen auf alle von der Anklage erhobenen Beschuldigungen. Nun hat aber der Angeklagte viele Fragen, die für seine Verteidigung von erheblicher Bedeutung sind, bei seiner persönlichen Vernehmung bereits behandelt. Zu politischen und militärischen Vorgängen hat er ausführlich Stellung genommen und dabei die Motive seines Handelns, die Entstehung und den Ablauf der Ereignisse eingehend geschildert. Dem Hohen Gerichtshof bin ich dankbar dafür,
dass es dem Angeklagten gestattet war, diese Dinge in aller Breite so darzustellen, wie er sie sah, wie er sie empfand und erlebte. Denn gerade und nur die unmittelbare persönliche Darstellung ist geeignet, einen guten Einblick in die innere Einstellung des Angeklagten und ein zuverlässiges Urteil über seine Persönlichkeit zu gewähren. Und diese Kenntnis ist unbedingt nötig, wenn das Gericht zu einer Entscheidung kommen soll, die nicht nur mit dem formalen Recht im Einklang steht, sondern vor allem der Eigenart des Täters möglichst gerecht wird. Nachdem der Angeklagte so ausführlich zur Sache gehört ist, halte ich es nicht für notwendig, mit jeder Frage mich zu befassen, zu der er bereits die erforderliche Aufklärung gegeben hat. Aus diesem Grunde kann ich die Verteidigung auf folgende Ausführungen beschränken. Wir stehen in einer geschichtlichen Wende allergrößten Ausmaßes. Ein Zeitalter geht zu Ende, das weniger von der Idee der Ordnung als der Freiheit bestimmt war. Dieses Freiheitsstreben hat gewaltige Kräfte ausgelöst. So gewaltig, dass man ihrer zuletzt nicht mehr Herr zu werden vermochte. Die ungeheuren Fortschritte, welche diese Ära auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet fraglos gebracht hat, haben wir teuer bezahlen müssen mit der Zerrüttung aller menschlichen Ordnungen, mit der Friedlosmachung der Welt. Die tieferen Gründe dieser unheilvollen Entwicklung sind bisher kaum zur Sprache gebracht. Zum richtigen Verständnis der hier zur Anklage stehenden schweren Verbrechen und Verirrungen ist jedoch eine Beleuchtung auch des historischen Hintergrundes unerlässlich. Schon der französische Hauptanklagevertreter hat darauf hingewiesen, dass die Wurzeln des Nationalsozialismus in einer weit zurückliegenden Zeit zu suchen sind. Er hat zurückgegriffen bis auf den Anfang des vorigen Jahrhunderts. In Fichtes Reden an die deutsche Nation erblickt er den ersten Schritt zu einer Fehlleitung der deutschen Charakterentwicklung. Fichte habe pan-germanistischen Geist gepredigt, indem er die Welt, so wie er sie sich vorstellte und gestaltet wissen möchte, auch von anderen gedacht und organisiert sehen wollte. Ich verstehe nicht, inwiefern hierin mehr zum Ausdruck gekommen sein soll, als der allgemein menschliche Wunsch, teilzunehmen an der Formung des gemeinsamen Schicksals. Nur die Art solcher Teilnahmeversuche macht man zuweilen mit Recht kritisieren können. Im Interesse der Zeit des Bahnes lasse ich die folgenden Sätze aus und beginne mit dem nächsten Absatz. Wenn man historisch denken will, darf man zurückblickend in der Tat nicht bei Fichte stehen bleiben. Denn seine Reden an die deutsche Nation stellten ja nur eine Antwort dar auf den Ruf an alle, den die französische Revolution in die Welt hinausgesandt hatte und waren unmittelbar ausgelöst durch das Auftreten Napoleons des Ersten. Man muss die Ketten von Ursache und Wirkung zurückverfolgen bis an ihren Anfang. Diesen Anfang, also den Beginn nationalen und persönlichen Freiheitsstreben, das die gesamte Neuzeit charakterisierte, finden wir im Mittelalter. In ihm war das bunte Spiel nationaler und imperialer Strömungen und Kämpfe, welche das Altertum gekennzeichnet hatte, überwunden worden durch den Einheitsgedanken der einen christlichen Kirche. Damit war an die Stelle der Dynamik der Zeit eine statische Ordnung getreten, die nach der Lehre der Kirche von Gott selbst gestiftet und die deshalb von Gottes Gnaden war. Sie strebte, universal die gesamte Menschheit zu erfassen und zum Frieden und zur Ruhe zu führen. Mittelalterliche Kirchenlehrer haben daher als erste auch den Versuch unternommen, dem Kriege Rechtsprinzipien zu unterwerfen. Stets war er vorher lediglich für ein Naturereignis, gleich Krankheit und Unwetter hingenommen, und wohl oft auch als Gottesurteil gewürdigt werden.
Männer wie Augustin und Thomas von Aquino wandten sich gegen diese Auffassung und erklärten, dass man unterscheiden müsse zwischen einem gerechten und einem ungerechten Kriege. Sie taten das auf dem Boden und im Rahmen des christlichen Glaubens, dass die Menschen von Gott die Erfüllung einer sie alle verbindenden sittlichen Weltordnung aufgetragen sei. Aus der heraus dann auch die Frage nach der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit eines Krieges zu beantworten gewesen wäre. Diese Entwicklung zu einem allgemeinen Weltfrieden verkehrte sich ins Gegenteil, als mit der Renaissance und der Reformation die geistigen Grundlagen der mittelalterlichen Ordnung erschüttert wurden. Das vordem zur statischer Ruhe hinneigende Leben geriet nun in eine sich durch die Jahrhunderte immer rasender beschleunigende Bewegung bis zur gegenwärtigen Katastrophe. Das freiheitsdürstende Individuum entledigte sich der kirchlichen und ständischen Fesseln. Der sich selbst für souverän erklärende Staat durchbrach die universale, von der Kirche vertretene Gottesordnung. Keine Macht mehr über sich anerkennend, eroberte er Lebensraum, so viel wie er mochte, auf der Erde, solange ihm nicht der starke Wille eines anderen Volkes eine natürliche Schranke setzte. Frieden gab es fortan nur noch in dem naturgemäß recht labilen Gleichgewicht der nur ihrem eigenen Gesetz gehorchenden Kräfte. Die von der Anklagebehörde zitierte Deliktstheorie vom Kriege des Völkerrechtslehrers Grotius scheiterte, weil sie der Dynamik der Zeit widerstrebte. Sie stellte ja auch nur einen Versuch dar, die vorerwähnte christliche Kriegsauffassung mit weltlicher Begründung am Leben zu erhalten. Aus der nackten Natur kann man das kein Recht herleiten. In ihr gibt es wirklich keinen anderen Maß als den der natürlichen Kraft. In ihr hat in der Tat immer nur das stärke Recht. Einzig metaphysisch lässt sich das Recht als eine unabhängige, den Naturtrieben untergeordnete Macht erweisen. Deshalb lief sich die Theorie des Grotius im 18. Jahrhundert notwendigerweise tot, da es einem nur weltlichen Denken nicht gelingen konnte, die Kriterien für einen gerechten Krieg zu finden. Ich lasse dann den nächsten Absatz wieder aus, das ist das Zeitersparnis gesagt. Seither bewegt die Frage nach dem richtigen Recht die Welt. Alle sozialistischen Theorien sind nur Versuche zu ihrer Lösung. Die Menschen suchen wieder Sicherheit und Ordnung, nachdem sie durch die Kehrseite von allzu viel Freiheit enttäuscht worden sind. Die einen möchten zurück zur christlichen Gotteswahrheit, die anderen vorwärts, um doch noch mit der menschlichen Vernunft das Problem zu bezwingen. Die Nationalsozialisten, deren revolutionärste Führer noch weiter zurück und zugleich vorwärts gehen wollten, zur höchsten Bedeutung des Lebens im biologisch-politischen Denken, sie sind besiegt und ausgeschieden. Noch ist indes eine Lösung des Weltordnungsproblems nicht gefunden. Aber die Siegermächte hoffen, ihr näher zu kommen, indem sie sich durch gemeinsame Anklage und Verurteilung der Besiegten von diesen als Verbrechern absetzen. Woher jedoch wollen sie die Maßstäbe nehmen, um über Recht und Unrecht im Rechtssinne zu entscheiden? Soweit solche durch das bisher geltende Völkerrecht gegeben sind, bedarf es keiner weiteren Ausführung hierzu. Auch dass durch das Statut dieses Gerichts ein besonderer Gerichtshof für die Aburteilung geschaffen wurde, ist nicht zu beanstanden. Jedoch ist seine Anwendung zu widersprechen, soweit es materiell neues Recht schaffen wollte, indem es Strafen auch für Taten androhte, die zur Zeit ihrer Begehung noch als straffrei, zumindest noch gegenüber Einzelnen als straffrei galten. Kann man erwarten, ich lasse dann den nächsten Absatz wieder aus, kann man erwarten, dass hier nach Strafen als gerecht anerkannt werden, wenn der Täter mit solchen gar nicht rechnen konnte
weil derzeit solche noch nicht angedroht waren und er die Berechtigung seiner Handlungsweise allein aus seiner politischen Zielsetzung ableiten zu dürfen glaubte. Was hilft der Hinweis auf das Sittengesetz, wenn ein solches erst wieder gefunden werden soll? Justice Jackson meinte allerdings, dass die Nazi-Regierung von vornherein nicht die Vertretung eines legitimen Staates gewesen sei, der die legitimen Ziele eines Mitgliedes der internationalen Gemeinschaft verfolgt habe. Nur aus solcher Einstellung ist die später zu erörternde Conspiracy-Anklage überhaupt zu verstehen. Tatsächlich eilt sie derzeit weit voraus. Denn international anerkannte Maßstäbe, nach denen außerhalb des positiven Völkerrechts die Legitimität von Staaten und ihrer Ziele hätte beurteilt werden können, gab es so wenig wie eine internationale Gemeinschaft als solche. Parolen von der Illegitimität der eigenen und der Illegitimität fremder Bestrebungen diente nur ebenso der politischen Frontenbildung wie die Versuche, politische Gegner als Friedensstörer zu brandmachen. Recht schufen sie keinesfalls. Justice Jackson hat zutreffend erklärt, dass es in der Macht der Sieger gelegen habe, mit den Besiegten nach ihrem Belieben zu verfahren. Doch wären, sagte er, unterschiedslose Bestrafungen ohne eine endgültige, in fairer Weise zustande gekommene Feststellung der Schuld, ein Bruch wiederholt abgegebener Versprechen und würden Amerikas Gewissen schwer bedrücken. Deshalb hat er selbst ein Gerichtsverfahren vorgeschlagen. Dieses muss sich zwar von einem normalen Strafprozess dadurch unterscheiden, dass es der üblichen Obstruktions- und Verschleppungstaktik der Angeklagten keinen Spielraum gewähre. Aber es dürfe eben doch eine Schuldfeststellung nur aufgrund eines gerechten und billigen Verhörs getroffen werden können. Wenn die Angeklagten auch die Ersten seien, die sich als Führer einer besiegten Nation vor dem Gesetz zu verantworten hätten, so seien sie auch die Ersten, denen Gelegenheit gegeben werde, im Namen des Rechts ihr Leben zu verteidigen. Wenn dieser Satz einen Sinn haben soll, dann muss er auch für die Auslegung des Statuts von Bedeutung sein. Denn er hätte keinen Sinn, wenn das Gericht gezwungen wäre, ohne Rücksicht auf das bisher anerkannte Völkerrecht und ohne Rücksicht auf die Rechtsüberzeugung anderer, sich ausschließlich an das Statut zu halten. Dann würde vielmehr das Urteil zu einem reinen Gewaltspruch werden, gegen den es nicht möglich wäre, im Namen des Rechts sich verteidigen zu wollen. Das Statut darf daher vom Gericht nur insoweit angewendet werden, als seine Bestimmungen sich nicht nur formell, sondern auch materiell mit gutem Gewissen als Recht vertreten lassen. Das Statut selbst sagt, dass für einen Verstoß gegen seine Anordnung sich niemand mit einem Befehl seiner Regierung oder eines Vorgesetzten sollte entschuldigen können, dann muss es diese seine eigene Logik auch gegen sich selbst gelten lassen, indem es dem Richter erlaubt, die Vereinbarkeit seiner Vorschriften mit den allgemeinen Grundsätzen rechtlichen Denkens nachzuprüfen. Denn schließlich steht der Richter dem Gesetzgeber doch noch immer viel freier und selbstständiger gegenüber als ein Untergebener seinem Vorgesetzten oder der Untertan eines Diktators dieser. Eine andere Frage ist sodann, ob wirklich Bestimmungen des Statuts dem vorherigen und sonstigen Rechtszustand, insbesondere aber dem Grundgedanken jeder Rechtsordnung, so sehr widerstreiten, dass das Gericht sie nicht als Recht anzuerkennen und anzuwenden vermag. Das praktisch schwerwiegendste Problem besteht dabei in der Entscheidung, ob im Konfliktsfalle das Statut oder der Rechtssatz nulla poena sine lege den Vorrang genießt. Man hat versucht, die ausnahmsweise außer Achtlassung dieser Regel im gegebenen Falle mit dem hochpolitischen Charakter des Prozesses zu rechtfertigen.
Eine derartige Begründung kann jedoch unmöglich anerkannt werden. Die politische Bedeutung eines Prozesses zeigt sich sonst wohl in seinen Aus- und Fernwirkungen. Aber doch nicht schon innerhalb des Verfahrens durch Einflussnahme auf die in ihm anzuwendenden Rechtsnormen. Ein Richter soll Recht sprechen, aber keine Politik machen. Er ist nicht dazu da, Fehler der Politiker wieder gut zu machen. Strafen, deren rechtzeitige Androhung versäumt wurde, darf aufgrund eines erst nachträglich erlassenen Gesetzes nur verhängen, wenn er dies auch sonst tun würde. Denn grundsätzlich soll doch wohl am Prinzip der Gewaltenteilung festgehalten werden. Durch dieses schied Montesquieu die ursprünglich einheitliche Gewalt des absoluten Königs in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. Diese drei verschiedenen Ausdrucksformen staatlicher Herrschaft sollten gleichrangig einander die Waage halten und sich so gegenseitig kontrollieren helfen. Dieses System der Gewaltenteilung kennzeichnet das Wesen des modernen Rechtsstaates. Etwas überspitzt kann man die Arbeit- und Zuständigkeitsbereiche der drei verschiedenen Ausdrucksformen der Herrschaft vielleicht dahin bestimmen, dass es die Gesetzgebung mit der Zukunft, die Verwaltung mit der Gegenwart und die Rechtsprechung mit der Vergangenheit zu tun hat. Die Gesetzgebung setzt die Normen, nach denen das Leben sich richten soll. Von Zeit zu Zeit müssen diese entsprechend dem Wandel der Lebensverhältnisse geändert und auf diese neu abgestimmt werden. Bis dahin aber bleiben sie in Kraft. Soweit eine bloß normative Ausrichtung des Lebens nicht ausreicht, wird es von Fall zu Fall durch die Verwaltung gestaltet. Diese ist ihrerseits auch an gewisse Normen gebunden, hat aber, um dem täglich wechselnden Bedürfnissen entsprechen zu können, innerhalb ihres pflichtgemäßen Ermessens grundsätzlich freien Spielraum. Für sie ist dabei ebenso wie für den gesetzgebenden Politiker vornehmlich der Gedanke der Zweckdienlichkeit maßgebend. Der Richter hingegen darf nicht nach der Zweckmäßigkeit, sondern soll nach dem Recht entscheiden. Seine Aufgabe ist es im Allgemeinen nicht zu gestalten, sondern zu urteilen. Er soll die Handlungen, nachdem sie geschehen sind, und die Verhältnisse, nachdem sie eingetreten sind, daraufhin beurteilen, ob und inwieweit sie den Normen entsprachen, beziehungsweise welche rechtlichen Folgen sie nach diesen ausgelöst haben. Sein Blick ist daher grundsätzlich in die Vergangenheit gerichtet. Im Staatsleben, das vom zukunftserfüllten Politiker ständig neu angerichtet wird, ist er der beharrende Gegenpol. Er ist zwar an die vom Politiker herausgegebenen Gesetze gebunden, aber doch nicht bloß sein ausführendes Organ. Vielmehr hat er seinerseits wiederum den Gesetzgeber zu überwachen, indem er die Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit nachprüfen muss. Dazu gehört sinngemäß jedenfalls auch die Untersuchung, ob das Prinzip der Gewaltenteilung gewahrt wurde. Denn genau wie der Richter nur de lege later urteilen darf und die Entscheidung de lege ferenda dem Gesetzgeber überlassen muss, so ist dieser umgekehrt verpflichtet, dem Richter durch Gesetze mit Rückwirkungskraft nicht in seine Befugnisse hereinzureden. Die Kritik an der Rechtspflege des nationalsozialistischen Staates beruht ja wesentlich darauf, dass dieser den Grundsatz der Gewaltenteilung aufgegeben hatte, durch Voranstellung des politischen Führerprinzips griff er willkürlich in die richterliche Zuständigkeit ein. Mithilfe der Polizei, also der Verwaltung, setzte er ohne richterliche Haftbefehl Leute fest, bloß aus Erwägung politischer Vorbeugung. Ja, nahm er sogar solche erneut fest, welche der Richter freigesprochen und freigelassen hatte. Andererseits entzog er überführte Straftäter wiederum aus politischen Gründen dem Zugriff der Justiz. Dadurch wurde natürlich die Sicherheit und Klarheit des Rechtes schwer gefährdet.
Ich kann den nächsten Absatz überschlagen, weil ich bei einer anderen Gelegenheit nochmal auf diesen Grundsatzprinzip zurückkomme. Und ich fahre dann fort. Dabei lag ein gewisser Schutz vor richterlicher Willkür und Rechtszersplitterung darin, dass der nationalsozialistische Staat getragen wurde von einer ganz bestimmten, für den Richter verbindlichen Weltanschauung. Über den engen Zusammenhang von Rechtsfindung und Weltanschauung hat sich schon vor vielen Jahren der Schweizer Professor Fehr ausgesprochen, indem er sagt, ohne Weltanschauung schwebt das Recht im luftleeren Raum. Wer keine Weltanschauung besitzt, kann auch keine Rechtsanschauung haben. Ich kann auch die nächsten Absätze auslassen und fahre dann auf der letzten Seite fort. Demgegenüber ist eine bestimmte weltanschauliche Grundlage des Statutes nicht erkennbar. Da seine Unterzeichner auf weltanschaulich recht verschiedenen Boden stehen, wird man bei ihm, wie im bisherigen Völkerrecht, von der liberalen Idee der Weltanschauungsfreiheit ausgehen müssen. Damit aber muss ihm der Rechtssatz nulla poena sine lege besonders heilig sein. Dies wird ja auch dadurch bewiesen, dass der Kontrollrat für Deutschland ihn durch Wiederbeseitigung der strafrechtlichen Analogie im § 2a Strafgesetzbuches allen Deutschen erneut in schärfster Form einprägte. Ich überschlage den nächsten Absatz und fahre dann fort. Auch eine Prüfung der mit dem Statut verbundenen politischen Zielsetzung hilft nicht weiter. Justus Jackson hat das Statut und den Prozess einen Schritt in der Richtung genannt, eine rechtliche Sicherung zu schaffen, dass wer einen Krieg beginnt, auch persönlich dafür bezahlt. Der amerikanische Kommentator Lippmann hat an anderer Stelle ausgeführt, dass das Kriegsverhütungssystem der kollektiven Sicherheit zusammengebrochen sei. Niemand sei bereit gewesen, einen ihn nicht gerade unmittelbar angehenden Krieg dadurch verhindern zu helfen, dass er dem Friedensstörer den Krieg erklärte. Es sei eben ein solches Mittel zur Bekämpfung der Kriegskrankheit genauso schlimm gewesen wie diese selbst. Infolge des Fiaskos der kollektiven Methode habe sich im letzten Kriege bei den Gegnern Deutschlands der Gedanke durchgesetzt, die Sicherheit künftig zu gründen auf die Verantwortlichmachung der friedensstörend tätigen Einzelpersonen. So sei es zum Nürnberger Prozess gekommen. Von seiner Tatsache aus könne man heute rückblickend sagen, während des Zweiten Weltkrieges habe sich eine revolutionäre Entwicklung vollzogen. Sie habe die Menschheit über die Grenzen dessen hinweggetrieben, was bis vor kurzem noch das moderne Zeitalter war, die ersten aber wesentlichen Schritte zu einem Weltstaat sein getan. Den hier gezeigten Weg zum Frieden wird man grundsätzlich begrüßen, auch wenn man bezüglich seiner Zuverlässigkeit Zweifel hat. Justus Jackson hat auch selbst Bedenken geäußert, ob die von einer Bestrafung ausgehende Abschreckungswirkung künftige Friedensbrüche wirklich zu verhindern vermöchte. Denn zu einem Kriege entschließt sich ja sowieso nur einer, der seines Sieges sicher zu sein glaubt und der daher mit einer ihn doch nur im Falle seines Unterliegens treffenden Strafe gar nicht ernstlich rechnen wird. Deshalb erscheint wichtiger als die Abschreckungswirkung, die ja auch schon durch eine Strafandrohung für die Zukunft erreicht werden kann, die erzieherische Bedeutung dieses Prozesses durch Stärkung des Rechtsgedankens. Der Politiker muss verstehen, dass das Prinzip der Gewaltenteilung auch von ihm einzuhalten ist, und dass er keinen Richter findet, seine Fehler nachträglich wieder gut zu machen, indem er auch aufgrund nachträglicher Gesetze straft. Durch einen solchen Spruch würde das Vertrauen in die internationale Rechtsprechung, das heute noch unter dem Verdacht leidet, sie möchte gar zu leicht für politische Zwecke gemissbraucht werden, gewaltig gesteigert werden.
Also findet nicht einmal unter dem Gesichtspunkt politischer Zweckmäßigkeit die Verletzung des Satzes nulla poena sine lege eine Rechtfertigung. Wohl aber muss man umgekehrt erkennen, dass die Stärkung des Glaubens an die Unbeugsamkeit des Rechtes als des ruhenden Pols in der ungeheuren Dynamik der politischen Kräfte dem Frieden am besten zu dienen vermöchte. Dieses Ergebnis kann auch durch die von den Herrn Anklagevertretern vorgebrachten Einzelerwägungen nicht in Frage gestellt werden. Die französischen Herren Anklagevertreter haben betont, dass ein lebendiges Völkerrecht nicht gedacht werden könne, ohne internationale Moral und dass allen Freiheitsansprüchen der Einzelnen wie der Nationen das Sittengesetz voranzugehen habe. Das sind gewiss beherzigenswerte Wahrheiten. Sie sprechen aber nur für meinen Standpunkt, dass man die Stärkung des Rechtsgedankens nicht mit einer Verletzung beginnen darf. Wenn der französische Herr Hauptanklagevertreter erklärte, dass es ohne Bestrafung der Hauptschuldigen Nazi-Deutschlands künftig keinen Glauben an Gerechtigkeit mehr geben könne, so ist er hier offensichtlich zu weit gegangen. Gerechtigkeit erwächst nicht daraus, dass verletztem Rechtsgefühl um jeden Preis Genugtuung verschafft wird. Sonst würden wir rasch wieder bei der nackten Vergeltung, bei der endlosen Unheilskette der Blutrache angelangt sein. Nein, Gerechtigkeit verlangt Maßhalten und Abwägen von Gründen und Gegengründen. Und da verletzt schon das einseitige Vorgehen nur gegen Angehörige der Axtmächte die Idee der Gerechtigkeit. Unmöglich aber kann man mit ihr geradezu einen Verstoß gegen sie, nämlich gegen den sonst allgemeinen Grundsatz nulla poena, rechtfertigen. Der englische Herr Hauptanklagevertreter hat selbst die Möglichkeit, nachträgliche Gesetzgebung für eine der widerwärtigsten Doktrinen der nationalsozialistischen Rechtsprechung bezeichnet. Er meint indes, dass die Ermöglichung der Bestrafung einer früher schon als Verbrechen gebrandmarkten Handlung keine Änderung der Rechtslage bedeutet, sondern nur ihre logische Fortentwicklung und deshalb zulässig sei. Aber die von ihm damit gerechtfertigte Einsetzung des Gerichtshofes soll ja gar nicht beanstandet werden. Es handelt sich vielmehr nur um die Frage, ob dieser Gerichtshof strafen muss, obwohl er kein Strafgesetz findet, das die Taten schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht hätte. Die Bejahung dieser Frage würde viel weiter gehen, als die von dem englischen Herrn Hauptanklagevertreter so scharf abgelehnte nationalsozialistische Rechtsprechung. Im Übrigen wird es darauf ankommen, dass das Statut, wenn es schon die Strafbarkeit der von ihm betroffenen Handlungen nicht bloß voraussetzen, sondern unter Umständen selbst begründen wollte, dieses klar und unzweideutig hätte zum Ausdruck bringen müssen. Der fragliche Satz in § 6 des Statuts entbehrt aber solcher Deutlichkeit durchaus. Seine Fassung, die folgenden Handlungen oder jede einzelne von ihnen stellen Verbrechen dar, für deren Aburteilung der Gerichtshof zuständig ist, lässt sich sowohl im Sinne einer bloßen Zuständigkeitsregelung auslegen, wie darüber hinaus, wenn auch mit Mühe, zugleich als eine die Strafbarkeit erst begründende Vorschrift. Dieser Satz muss daher auf jeden Fall nach der alten Rechtsregel in dubio pro reo zugunsten der Angeklagten gedeutet werden. Der ihm folgende Satz, der Täter solcher Verbrechen ist persönlich verantwortlich, wie auch die in den weiteren Paragraphen angeführten materiellen Strafrechtsbestimmungen, bietet ihrem Wortlaut nach zu Auslegungszweifel keinen Anlass. Sie enthalten aber nur Modifikationsbestimmungen für eine an sich vorausgesetzte Strafbarkeit.
das Gericht mag entscheiden, ob und inwieweit es sie für vereinbar hält mit dem Grundsatz nulla poena sine lege. Am schwierigsten zu verstehen ist für mich der Standpunkt des amerikanischen Herrn Anklagevertreters. Einerseits verwirft er alle Rechtswillkür der Nazis, andererseits ist er nicht bereit, sich mit der Verurteilung der Angeklagten nur wegen der Straftaten zu begnügen, die schon zur Zeit ihrer Begehung nicht bloß strafwürdig, sondern bereits wirklich mit Strafe bedroht waren. Einerseits will er keine Hinrichtungen und oder Bestrafungen ohne eine in fairer Weise zustande gekommene Feststellung ihrer Schuld. Andererseits verlangt er eine strenge Anwendung des Statuts, auch sofern es neues, die Angeklagten überraschendes Recht enthält. Einerseits möchte er den Prozess einmal der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit erscheinen lassen. Andererseits bezieht er sich Einwendung gegen das Statut gegenüber auf die Macht der Sieger, die sich ja mit den Angeklagten überhaupt nicht hätte so viel umständer machen brauchen. Überschlage dann die nächsten Seiten und fahre auf Seite 18 fort. Zweiter Absatz. Was die politische Seite dieses Prozesses angeht, so ist schon dargelegt, weshalb ich auf die Abwicklung des Verfahrens keinen Einfluss nehmen darf. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass eine Politik, die von Siegern an den Besiegten ausgeübt wird und daher wohl als eine solche des geringsten Widerstandes charakterisiert werden darf, schon einmal sich als ein Fehlschlag erwiesen hat. Der Rest. Ich fahre dann auf Seite 19 fort, beginne mit der Conspiracy. Von den allen Angeklagten zur Last gelegten Vergehen ist zeitlich und gegenständlich am umfassendsten die Conspiracy. Mit der Bedeutung dieses Rechtsbegriffes für unseren Prozess hat sich Professor Exner als Universitätslehrer des Strafrechts besonders befasst. Zur Vermeidung eines doppelten Vortrages hat Professor Exner mir im Interesse der Zeitersparnis das Ergebnis seiner Forschung zur Verwertung zur Verfügung gestellt. In Übereinstimmung mit ihm habe ich zu dieser Frage Folgendes auszuführen. Der Begriff der Conspiracy gehört dem angloamerikanischen Rechtskreis an. Freilich ist er dort keineswegs unbestritten. Ja, bemerkenswerterweise wird in England mancherseits die Auffassung vertreten, dieser Begriff sei veraltet. It has been said that in England this law has... It has been said that in England this law has become entirely disused. Das für dieses Verfahren Wichtige ist etwas anderes. Der Begriff der Conspiracy in dem Sinne, wie ihn die Anklage verwendet, ist dem deutschen Recht schlechterdings unbekannt. An die Spitze meiner kurzen Rechtsbetrachtung möchte ich daher zwei Zweifelsfragen stellen. Erstens, darf ein Strafverfahren, das Gerechtigkeit verwirklichen will, Rechtsbegriffe zur Anwendung bringen, die den Angeklagten und dem Rechtsdenken ihres Volkes völlig fremd sind und immer fremd gewesen sind? Zweitens, wie ist das vereinbar mit dem vorhin behandelten Satz nullum crimen sine lege, den der englische Hauptankläger als ein Grundprinzip kultivierter Strafrechtspflege anerkannt hat? Kann ehrlicherweise behauptet werden, dass schon vor dem Jahre 1939
Nicht nur das Entfesseln eines rechtswidrigen Krieges als individuell strafbare Handlung anerkannt gewesen, sondern darüber hinaus auch die Conspiracy zur Entfesselung derartiger Kriege. Die Bejahung dieser Frage durch die Anklage hat das Staunen erregt, und zwar nicht nur in Deutschland. Ein Missverständnis sei in diesem Zusammenhang aufgeklärt. Es wurde behauptet, der nationalsozialistische Staat habe selbst darauf Gesetze erlassen, die dem Grundsatz Nullum crimen sine lege widersprechen, und die Angeklagten seien daher nicht berechtigt, sich auf ihn zu berufen. Es ist nun keineswegs meine Absicht, die nationalsozialistische Strafgesetzgebung zu verteidigen. Aber die Ehrlichkeit gebietet zu sagen, das ist ein Irrtum. Das Dritte Reich hat drei Gesetze erlassen, welche eine Strafbarkeit einer Handlung mit Rückwirkung erhöhen, indem sie die Todesstrafe für Taten vorsahen, die zur Zeit ihrer Begehung nur mit Freiheitsstrafe bedroht waren. In keinem einzigen Fall wurde aber ein bisher strafloses Vergehen mit Rückwirkung für strafbar erklärt. Und so eine Tat, die zu ihrer Zeit kein Krimen war, mit Rückwirkung zu einem Krimen gemacht. Um diesen Fall gerade handelt es sich hier. Allein das Statut, das ich hier zugrunde lege, hat den Begriff der Conspiracy anzuwenden vorgeschrieben. Ich verfolge daher diese Zweifelsfragen nicht weiter. Doch geht jedenfalls aus ihnen hervor, wenn jener Begriff auf Deutsche angewendet werden soll, darf das nur mit allen durch die Billigkeit gebotenen Einschränkungen geschehen. Conspiracy bedeutet nach angloamerikanischem Recht die Verabredung mehrerer Personen zur Begehung von Verbrechen. A combination or agreement between two or more persons for accomplishing an unlawful end or a lawful end by unlawful means. Ähnliche Definitionen kehren immer wieder. Das Charakteristische sind zwei Punkte, das Agreement und der Common Plan. Das Agreement bedeutet eine ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung, wenn ein paar Leute unabhängig voneinander dasselbe Ziel verfolgen, ist das keine Conspiracy. Es genügt also nicht, dass der Plan ihnen allen gemein ist. Sie müssen Kenntnis haben von dieser Gemeinsamkeit. Und jeder muss den Plan freiwillig als den seinen akzeptieren. Schon im Wort konspirieren liegt, dass jeder mit seinem Wissen und Willen dabei ist. Wer gezwungen mittut, ist kein Konspirant. Denn Zwang ergibt kein Agreement, sondern höchstens äußere Beistandsbereitschaft. Wenn also einer seinen Willen dem anderen aufoktroyiert, so ist das keine Verschwörung. Darum ist eine Verschwörung mit einem Diktator an der Spitze ein Widerspruch in sich selbst. Der Diktator verschwört sich nicht mit seinen Gefolgsleuten, er schließt kein Agreement mit ihnen, er diktiert. Das Wissen und Wollen der Konspiranten richtet sich auf einen gemeinsamen Plan. Der Inhalt dieses Plans kann ein sehr verschiedener sein. Im englischen Recht zum Beispiel gibt es eine Conspiracy zur Begehung eines Mordes, eines Betruges, einer Erpressung, einer falschen Anschuldigung, gewisser Wirtschaftsdelikte und so weiter. In allen diesen Fällen wird die Conspiracy als Delikt besonderer Art behandelt. Und daher sind die Konspiranten wegen Vergehens der Conspiracies strafbar, ohne Rücksicht darauf, ob es im Einzelfalle wirklich zu einem Mord, zu einem Betrug oder auch nur zu einem Versuch eines derartigen Verbrechens gekommen ist. Nach deutscher Terminologie würden wir sagen, die Conspiracy ist einer der Fälle, in denen bereits die Vorbereitung eines Verbrechens strafbar ist.
Dergleichen gibt es auch im deutschen Strafrecht. Strafbar ist, wer an einer Verbindung teilnimmt, welche Verbrechen wieder das Leben bezweckt. Er wird nach § 49b wegen eines Vergehens der Vorbereitung zur Tötung bestraft. Auch wenn es nicht zur beabsichtigten Tat gekommen ist. Im gewissen Sinn kann man auch den § 129 hier anführen. Die Teilnahme an einer Verbindung, welche gewisse staatsfeindliche Zwecke verfolgt, ist strafbar, auch hier wieder unabhängig davon, ob eine Tat begangen wurde. Kommt es aber zur Tat, wird jeder nach seinem Verschulden an dieser Tat zur Verantwortung gezogen. Ist der einzelne Konspirant weder als Täter, noch als Anstifter, noch als Gehilfe an diesem konkreten Verbrechen mitschuldig, kann er nur wegen Teilnahme an einer staatsfeindlichen Verbindung, nicht aber wegen dieses Verbrechens in Anspruch genommen werden. Die Ankläger in diesem Prozess gehen nun weiter. Sie wollen unter bestimmten Umständen die Konspiranten auch für Einzeltaten bestrafen, an denen sie unbeteiligt sind. Um gleich das bezeichnendste Beispiel herauszugreifen, sie wollen einen Verschwörer auch für jene Verbrechen verantwortlich machen, welche vor seinem Eintritt in die Verschwörung begangen worden sind. Mit den wenigen mir zur Verfügung stehenden Mitteln konnte ich keinen Beleg dafür finden, dass dies nach englischem oder amerikanischem Recht begründet ist. Sicher ist jedoch, dass diese Folgerung dem deutschen Strafrecht auf das Schärfste widerspricht. Denn diesem gilt als selbstverständlicher und von niemand angefochtener Grundsatz, dass man nur dann für eine Tat verantwortlich ist, wenn man sie verschuldet oder wenigstens mitverschuldet hat. Betrachten wir nun das Statut. Im Statut sind zwei Fälle erwähnt, die für strafbar erklärt werden und zur Zuständigkeit des Gerichtshofes gehören. Erstens, nach Artikel 6a die Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens gegen den Frieden. Als solches gilt Planung, Vorbereitung, Entfesselung und Führung eines Angriffskrieges oder eines auf Bruch internationaler Verträge oder Zusicherungen begangenen Krieges. Auffallend ist, dass hier ein Begriff, der dem innerstaatlichen Straf- und Privatrecht Englands und Amerikas angehört, kurzerhand auf zwischenstaatliche Tatbestände angewendet wird. Das Statut tut dies, indem es Personen, die rechtswidrige Kriege planen oder führen, wie Gangster behandelt, die an einem Straßenraub teilnehmen. Das ist eine juristische Kühnheit, denn in diesem Fall steht zwischen den Einzelpersonen und dem Erfolg ihres Handelns der souveräne Staat, was dem Vergleich mit den Tatsachen des innerstaatlichen Alltages jede Grundlage entzieht. Dem Völkerrecht ist der Begriff der Conspiracy bisher unbekannt. Zweitens, nach Artikel 6, letzter Absatz des Statutes, sind die Teilnehmer an einer Conspiracy oder an einem gemeinsamen Plan zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsrecht oder Menschlichkeit verantwortlich für alle Taten, die irgendein Teilnehmer in Ausführung dieses Planes begangen hat. Das ist nun grundsätzlich etwas anderes als der zu 1 genannte Fall. Es bedeutet nicht Strafe für das Delikt der Verschwörung, sondern Verantwortlichkeit für die Einzeltat eines anderen Verschwörenden. Mit anderen Worten, Conspiracy ist hier nicht ein besonderer Delikttatbestand, sondern eine Form der Mitschuld an den Taten des Konspiranten.
Richter Jackson hat das Beispiel gebracht, wenn von drei verschworenen Räubern einer das Opfer erschlägt, sind alle wegen Mitschuld am Totschlag verantwortlich. Dieser unter zwei genannte Fall ist für unseren Prozess von größter Wichtigkeit. Der einzelne Verschwörer soll für Taten bestraft werden, die nicht er, sondern ein anderer Verschwörer begangen hat. Ein Angeklagter, der mit der Judenvernichtung nichts zu tun hatte, soll wegen dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit bestraft werden, nur weil er an einer Conspiracy teilnahm. Die grundsätzliche Frage lautet, sind in diesem Prozess Haftungsgrundsätze anzuwenden, die über unser deutsches Strafrecht hinausgehen? Der Artikel 6 des Statuts sagt, alle Verschwörer seien mitverantwortlich für jede Tat, die irgendein Mitverschwörer in Execution of such plan begeht. Dies sind die für die Auslegung entscheidenden Worte. Meines Ermessens ist der Sinn dieser Worte der folgende. Die anderen Konspiranten sind für jene Taten ihrer Kameraden mitverantwortlich, die innerhalb des gemeinsamen Planes liegen, also von ihnen mitbedacht und mitgewollt oder mindestens mit in Kauf genommen worden sind. Einige Beispiele. Fall A. A, B, C, D begehen einen verabredeten Villeneinbruch. Sie treffen im Haus ein Mädchen an, A vergewaltigt es, B, C, D können wegen dieser Notzucht nicht in Anspruch genommen werden, denn A befand sich, als er dies tat, nicht in Execution of the Plan, sondern höchstens in Occasion of Execution of the Plan. Er handelte nicht in Durchführung des Planes, sondern lediglich bei Gelegenheit der Durchführung desselben. Das dürfte unbestritten sein, ist aber wichtig, weil daraus erhält, dass von einer Verantwortlichkeit für alle Taten der Mitverschwörer jedenfalls keine Rede sein kann. Fall B. Bei der Durchsuchung der Villa geraten B und C in Streit über ein Beutestück. B schlägt C nieder. Auch diese Tat geschah nicht in Execution of the Plan. Sie war planfremd. A und D haften nicht für diesen Exzess. Der dritte Fall. Bei der Durchsuchung der Villa werden die Einbrecher vom Besitzer ertappt. D erschießt ihn. Hier kommt es auf die besondere Lage des Falles an. Kehren wir zum Beispiel zu Richter Jacksons Beispiel von den drei Räubern zurück, deren einer das Opfer erschlägt. Bei der Art des amerikanischen Gangsterwesens dürfte es das Normale sein, dass die einzelnen beteiligten Mitglieder der Räuberbande sich der Möglichkeit eines derartigen Ausganges bewusst und ihn in Kauf zu nehmen bereit waren. Liegt der Fall so, dann müssen sich auch nach unserer Auffassung als Mittäter oder Gehilfen für die Tötung einstehen. Bei dieser Sachlage wäre gegen Justus Jacksons Lösung nichts einzuwenden. Liegt aber der Fall anders, war der tödliche Ausgang von den übrigen nicht vorausgesehen, ja vielleicht nicht einmal voraussehbar, weil sie zum Beispiel annahmen, die Bewohner des Hauses seien verreist, dann entfällt die Verantwortlichkeit der Mitverschwörer, denn sie haften nur für das, was in Execution of the Plan geschieht. Zum gemeinsamen Plan gehörte aber nur, was von vornherein von den Planenden als zur Erreichung des Zieles möglicherweise in Frage kommend vorausgesehen und gebilligt ist. Andere Durchführungswege sind planfremd. Das Trügerische der von Justus Jackson gebrachten Beweisführung liegt darin,
dass er aus einer Entscheidung, die für den Normalfall gerade seines Beispiels von den Straßenräubern gilt und einleuchtend ist, einen allgemeinen Grundsatz ableitet, der für andere Situationen keineswegs zutrifft. Nach alledem wäre Mitverantwortlichkeit an der Einzeltat nur bei den Verschwörern zu bejahen, welche die Tat ihres Kameraden vorausgesehen und gebilligt haben. Ein Rechtssatz, der die Verantwortlichkeit der Mitverschwörer auf Fälle ausdehnt, die von ihrer Schuld nicht umfasst sind, ist dem deutschen Recht fremd. Mag er dem angloamerikanischen Recht angehören oder nicht, würde seine Anwendung in unserem Prozess jedenfalls Taten unter Strafe stellen, die bisher straflos waren. Das widerspräche auf das Deutlichste dem Grundsatz Nullum crimen sine lege, ein Grundsatz, der auch vom englischen Anklagevertreter, wie ich bereits vorhin hervorgehoben habe, ausdrücklich anerkannt ist. Angesichts der Tatsache also, dass der Artikel 6 verschiedene Auslegungen zulässt, ist von den zwei möglichen Deutungen jene als dem Willen der Urheber entsprechend anzusehen, die dem genannten Grundsatz nicht widerstreitet. Es gibt ein Austreten aus der Conspiracy und auch ein späteres Eintreten in sie. Da fragt er sich nun, wie steht es mit der Haftung für Taten, die in der Zeit der Nichtzugehörigkeit begangen sind? Die Ankläger scheinen der Ansicht zu sein, wenn jemand der Verschwörung beitritt, so genehmigt er alles, was vorher irgendeiner der Verschwörer in Verfolgung des gemeinsamen Planes getan hat. Diese Behauptung entstammt wohl dem zivilrechtlichen Gedanken von der nachträglichen Genehmigung eines Geschäftsabschlusses. Im Strafrecht ist das unhaltbar. Im Statut steht nichts dergleichen, denn der gemeinsame Plan, in dessen Vollzug die Tat geschah, war doch nur den damaligen Mitgliedern gemein. Selbst wenn man in den Eintritt in die Verschwörung eine Billigung ihrer bisherigen Taten erblickt, begründet doch die Billigung eines geschehenen Verbrechens noch nicht die Teilnahme an diesem Verbrechen. Der später Eintretende hat nichts mit ihnen zu tun. Ebenso wird man beim Austritt aus der Verschwörung den Ausgetretenen nur für das verantwortlich machen können, was zur Zeit seiner Zugehörigkeit geschehen ist, mach auch der Erfolg dieses Geschehens nach seinem Austritt eingetreten sein. Andere Anschauung käme wieder zu dem Ergebnis, dass es sich um ein Ex-Post-Facto-Gesetz handelt. Haben nun die 22 Angeklagten an einer Verschwörung im Sinne der Anklage teilgenommen? Das heißt, an einer Verschwörung zum Begehen von Verbrechen gegen Frieden, Kriegsrecht und Menschlichkeit. Wenn eine derartige Verschwörung bestanden hätte, so wäre, daran zweifelt niemand, Hitler der Anführer dieser Verschwörer gewesen. Nun wurde aber schon hervorgehoben, eine Verschwörung mit einem Diktator an der Spitze ist ein Widerspruch in sich selbst. Hitler hätte wohl gelächelt, wenn man ihm nachgesagt hätte, er habe eine Vereinbarung mit seinen Ministern, Parteileitern und Generälen getroffen, ein Agreement mit ihnen geschlossen, diesen oder jenen Krieg zu führen oder den Krieg mit diesen oder jenen Mitteln zu führen. Er war selbst Herr. Es kam ihm nicht auf das Einverständnis dieser Leute an, sondern auf die Ausführung seiner Entschlüsse durch sie. Mochten sie diesen Entschlüssen beistimmen oder nicht. Aber abgesehen von dieser juristischen Erwägung sah in rein tatsächlicher Hinsicht die Umgebung Hitlers ganz anders aus als eine verschworene Gemeinschaft, wie die Ankläger vor dem Beweisverfahren sie sich vorgestellt hatten. Wenn wir eine kleine Parteiklique unberücksichtigt lassen, so umgab ihn eine Atmosphäre des Misstrauens. Er vertraute weder dem Defatistenclub seiner Minister noch seinen Generalen. So war es schon vor dem Kriege. Und wie es während des Krieges um ihn aussah,
haben Zeugen mit erschütternder Eindringlichkeit geschildert. Stammer, would the interpreters like to change now? I don't propose to adjourn. But the interpreters don't... They have changed. Very well. Continue, Dr. Stammer. So war es schon vor dem Kriege. Und wie es während des Krieges um ihn aussah, haben Zeugen mit erschütternder Eindringlichkeit geschildert. Ein raffiniertes Geheimhaltungssystem bewirkte, dass die Pläne und Absichten des Führers seiner Umgebung so lange als irgend möglich verborgen blieben, sodass seine nächsten Mitarbeiter immer wieder durch die Ereignisse überrascht wurden, ja manches davon erst im Prozess zu ihrem Entsetzen erfuhr. Dieses Geheimhaltungssystem bewirkte ferner eine Isolierung einzelner Mitarbeiter, da die eine Hand nicht wissen durfte, was die andere tat. Sieht das wie eine Conspiracy aus? In Wahrheit beklagte sich Hitler gelegentlich, dass die Generale gegen ihn konspirieren, und gebrauchte sonderbar dieses Wort gerade auch gegenüber jenen, die heute angeklagt sind, mit ihm konspiriert zu haben. Im Beweisverfahren war zwar wiederholt von Verschwörungen die Rede, aber von Verschwörungen gegen Hitler. Es ist ja auch rein psychologisch betrachtet mindestens höchst unwahrscheinlich, dass die 2 Dutzend Männer, welche die Anklage unter den Überlebenden des Dritten Reiches auf die Anklagebank gesetzt hat, eine Verschwörerbande im Sinne der Anklage gebildet hätten. Mangelt doch dieser Gruppe von Menschen jede Homogenität in Bezug auf Gesinnung, Herkunft, Bildungsstand, Stellung und soziale Funktion, und haben sich doch die Angeklagten zum Teil erst auf der Anklagebank kennengelernt. Die Anklage hält die Partei mit ihren Organisationen für den Kern, um den sich eine Verschwörung gebildet habe. Aber man bedenke die verschiedenen Einstellungen der Einzelnen auch in diesem Punkte. Manche haben der Partei gar nicht oder die längste Zeit nicht angehört. Nur wenige haben in ihr eine wirkliche Rolle gespielt. Manche hatten leitende Stellungen in der Partei und ihren Organisationen und widmeten ihre ganze Arbeit den Zielen dieser Organisationen. Andere wieder taten alles in ihrer Macht Stehende, um die Einflüsse von Partei und SS aus ihrem Tätigkeitsbereich fernzuhalten. Die NSDAP wurde gegründet in einer Zeit völliger Machtlosigkeit des Staates und allgemeiner Kriegsmüdigkeit des Volkes. In einer Zeit, in der wahrhaft kein vernünftiger Mensch an einen zweiten Krieg oder gar an einen Angriffskrieg dachte. Aber gab es vielleicht bei den Angeklagten Ziele, die ohne Krieg erreichbar waren? Gewiss, der Wunschtraum jedes guten Deutschen war die Vereinigung aller angrenzenden deutschen Gebiete unter dem Reich, also das Saarland, Österreich, Memel, Danzig und als ferne Hoffnung auch das Sudetenland. Sie alle hatten einst zum Deutschen Reich gehört. Sie alle wären schon 1919 zum Deutschen Reich zurückgekehrt, wenn das feierlich versprochene Selbstbestimmungsrecht der Völker verwirklicht worden wäre. Aber diese Ziele deutscher Sehnsucht waren auf friedlichem Wege erreichbar. In der Tat sind sie auch ohne Schuss und ohne Schwerthieb erreicht worden, mit einziger Ausnahme von Danzig. Das war einem Funken Geduld des Führers und einem Funken guten Willens seitens der Polen in friedlicher Form den gleichen Weg gegangen wäre. Aber einen Krieg wollten sie nicht. An einen Krieg glaubten sie nicht. Man traute Hitler zwar Bluffs größten Stils, aber nicht die Katastrophe eines Krieges zu. So kann ich denn an eine Verschwörung zur Durchführung von Verbrechen gegen Frieden und Kriegsrecht nicht glauben.
Nur zwei Punkte von allgemeiner Bedeutung seien noch hinzugefügt. Der erste Punkt betrifft Görings Verhalten unmittelbar vor dem Kriegsausbruch. Er war damals der Vertraute Hitlers, der zweite Mann im Staat und ist jetzt die Hauptfigur unter dem Angeklagten. Wenn es damals wirklich eine Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen gegeben hätte, so wäre er der zweitwichtigste Mann in dieser Verschwörung gewesen. Aber gerade er hat in den letzten Tagen des August 1939 noch alle Anstrengungen gemacht, den Angriff auf Polen abzuwenden, ja sogar hinter Hitlers Rücken sich um die Erhaltung des Friedens bemüht. Wie ist das vereinbar mit einer Verschwörung zur Führung von Angriffskriegen? Er war auch mit der Führung eines Krieges gegen Russland nicht einverstanden und hat dem Führer dringend abgeraten. Hätte es eine Verschwörung zur Begehung von Kriegsverbrechen gegeben, so wäre doch von Anfang an der Krieg mit aller Rücksichtslosigkeit und Verachtung des Kriegsrechts geführt worden. Das Gegenteil ist geschehen. Gerade in den ersten Kriegsjahren wurde, wie unbestritten ist, das Völkerrecht von beiden Seiten in Großen und Ganzen eingehalten. Gerade anfangs war man bemüht, den Kampf mit Anstand und Ritterlichkeit zu führen. Bedarf es dafür eines Beweises, so genügt ein Blick in die Vorschriften, die das OKW für das Verhalten der Truppe in Norwegen I'm told that the Russian translation isn't coming through.